Hallo liebe YouTuber, hallo liebe Nosy Rosies. Ja, willkommen im Wochenende, im Samstag mit mir, dem Thomas. Und bei unserem dieswöchigen Thema geht es ja um Musik. So, zunächst muss ich mal sagen, dass ich eine der wenigen Lesben bzw. Bisexuellen bin, die der Reggae-Szene und Dancehall-Szene sehr verbunden ist, was ja nicht bei allen sehr beliebt ist in der homosexuellen Szene, weil es da bekannt ist, dass da halt in dieser Musik auch viel ja, Homophobie herrscht, sage ich mal so, und es auch durch die Musik und die Texte teilweise, sage ich mal so, auch ausgedrückt wird und ja, verwendet wird für Lieder. Darüber gibt es allerdings nochmal so einen extra kleinen Kurzfilm von mir oder ja, eine Stellungnahme von mir, die ist im Moment noch in Bearbeitung, weil ich einfach noch ein paar Sachen abklären möchte, ob man das halt gegenüber dieser Reggae-Kultur, der Rasta-Kultur so alles auch richtig sagen kann, wie ich es dort gesagt habe in den Videos, weil ich will ja nichts Falsches dann erzählen. Ja, wie gesagt, das war der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, dass zu diesen ganz vielen Unterthemen und Fragen, die dieses Thema Musik angehen, eben ja verschiedene Bereiche von Musik bei mir auch irgendwie ansprechen. Und ich mir dann halt überlegt habe, das muss ich gleich noch entscheiden, ob ich halt eine Gesamtplaylist mache mit allen Liedern drin zu den verschiedenen Fragen zum Wochenthema oder ob ich halt zu den verschiedenen Fragen auch verschiedene Playlists mache, weil mir einfach so viele Lieder und so viele Künstler eingefallen sind, die ich dann in diesen verschiedenen emotional berührten Momenten höre. Ja, also weiß ich noch nicht, wie ich das so mache. Lasst euch einfach mal überraschen. Also, die erste Frage ist, was ich so höre, wenn ich traurig bin. Überwiegend höre ich dann zum Beispiel Curse, Xavier Naidoo und Glashaus. Sind ja alles deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen. Ja, einfach weil ich mit den Texten dann in dem Moment mehr anfangen kann, mich mehr hinein vertiefen kann und die Texte mir einfach auch ein Stück weit mehr bieten in dem Moment als englische Texte. Ja, hört einfach mal rein. Also Curse ist zum Beispiel ein ganz bekannter deutscher Rapper und Hip-Hopper, hat auch schon mit Gentleman zusammengearbeitet und Max Herre und ganz vielen verschiedenen Leuten, die ich auch ganz gut finde. Und der hat mir in traurigen Momenten schon sehr viel geholfen mit seinen Texten und Liedern. Dann fand ich aber auch zum Beispiel Pink mit Diary sehr ansprechend für mich in solchen Momenten, weil ich selber fast bis zu 7 Tagebücher geschrieben habe und mich das einfach sehr berührt hat vom Text her, dieses Lied. Dann zum nächsten Punkt. Was ich höre, wenn ich andere in Partystimmung versetzen möchte und natürlich auch mich selber. Oh, da gibt es ganz viele Musikrichtungen. Also zum ersten zum Beispiel Latin. Da kann ich zum Beispiel Orishas mit Alo Cubano empfehlen. Dann Dancehall und Soca. Zum Beispiel Rihanna mit Roll It Girl, Alba Rosy mit Ting A Ling, dem Remix und einen bestimmten Reggae Rhythm. Was ein Rhythm ist, könnt ihr vielleicht auch nochmal googeln. Vielleicht poste ich es aber auch unten nochmal in die Beschreibung. Mal schauen.
Rhythm, ja, ist eigentlich sowas wie eine erfundene Melodie. Und also wie ein instrumentales Stück, auf das man halt, auf das verschiedene Künstler dann wieder ihre eigenen Texte sozusagen drauf singen können. Ja, dann bei Soca zum Beispiel Sugar Daddy feat. Mellow Mark, Sweet Soca Music, finde ich auch ein sehr chilliges Lied, aber lohnt sich auch anzuhören, wenn man halt gerade weggehen möchte. Dann zum Beispiel auch Nina Sky und Daddy Yankee, Oye Mi Canto. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann bei Drum and Bass zum Beispiel finde ich Shy FX mit Everyday total geil. Also es ist eine Mischung aus Drum, Bass, Dancehall und Reggae. Dann Elektro und House finde ich zum Beispiel David Guetta und Tiësto total geil. Also gerade Sexy Bitch und na, wie heißt Feel It in My Bones mit Tegan and Sarah. Aber auch Beth Ditto mit Simian Mobile Cruel Intentions. Und so in Sachen Hip-Hop und Rap, wenn ich gern dann auf eine Hip-Hop-Party gehe oder so, zum Beispiel Beyoncé, Ring the Alarm. Und zwar da das Mash-Up mit Arrested Development zusammen. Ein super geiler Song, auf jeden Fall anhören. Welches Lied hat eine besondere Bedeutung für mich und warum? Frage 3. Da wären wir zum Beispiel bei Busy Signal, auch ein Artist aus der Reggae-Szene, mit One More Night. Wird generell eigentlich bei jeder guten Reggae-Party ganz zum Schluss gespielt. Erinnert mich halt auch an die ganzen guten Zeiten, die meine Freundin und ich auch zusammen hatten. Ist einfach ein schönes Lied. Habe ich euch auch gepostet in der Playlist. Da ist vorne weg aber noch ein anderes Lied, das heißt Night Shift. Dann erinnert mich zum Beispiel Monrose mit Even Heaven Cries auch so ein bisschen an meine Outing-Zeit. Zusammen mit Rihanna Te Amo finde ich auch ein ganz gutes und passendes Lied. Aber auch zusammen mit Justin Timberlake hat sie ja auch Rehab aufgenommen. Und die beiden Lieder, also von Monrose und die beiden Lieder von Rihanna, erinnern mich einfach ein bisschen an diese Phase, wo es mir nicht so gut ging, wo ich halt einfach in diesem Zwiespalt war zwischen. Lebe ich jetzt meine eigene Sexualität aus und verstecke mich nicht mehr und wie gehe ich damit um, auch vor Leuten, also alles so zum Thema Outing. Außerdem war das Lied von Manus zum Beispiel eines der ersten Lieder, die ich dann in der Wohnung meiner Freundin gehört habe, als sie noch nicht bei mir gewohnt hat. Ja, dann zur nächsten Frage. Was würde ich hören, wenn ich jemanden verführen würde? Also wie die Jen würde ich da, glaube ich, auch so in die Lounge- und Chill-Out-Ecke gehen, aber auch ein bisschen so R&B mit einfließen lassen. Was ich total gut finde, ist zum Beispiel von Bob Marley, Is This Love? Da gibt es von Logic Remix, das ist irgendwie eine CD-Reihe. Gibt es da einen geilen Remix zu, der echt ist ja häufig so, dass wenn man auf jemanden steht, dass da natürlich man möchte irgendwie romantische Stimmung erzeugen, aber nicht so romantisch, dass es schon wieder kitschig ist. Und da finde ich diesen Remix sehr gut. Dann zum Beispiel auch Wayne Wonder mit No Letting Go, Kevin Little mit Turn Me On und Rumpy mit Tempted to Touch, Rihanna und Tupac mit Ride, Kevin Little nochmal mit Fire, aber natürlich auch Ashanti mit Oh Baby und
was dann so ganz zum Schluss, wenn es dann doch ein bisschen kitschiger sein soll, von Bob Marley auch nochmal Waiting in Vain. Genau. Da gibt es auch einen Bossa Nova Remix zu, aber den finde ich ein bisschen, also ich mag die Stimme von der Frau da nicht so, deswegen das Instrumentelle finde ich ganz gut, aber die Stimme, wie gesagt, nicht so. Ja, was war die nächste Frage? Welches Lied verbinde ich mit meiner Kindheit? Mit meiner Kindheit verbinde ich ganz viel die 60er und 70er Jahre Musik, obwohl ich eigentlich 88 geboren bin. Und zwar zum Beispiel Cat Stevens mit Moon Shadow oder If You Want to Sing Out, Sing Out. If you want to be free, also if you want to sing out von Cat Stevens. Aber zum Beispiel auch die ganzen Kinderlieder. 1, 2, 3 im Sauseschritt laufen alle Kinder mit. Und so weiter. Und dann habe ich als Kind wohl immer ein Lied von Rolf Zuckowski gesungen. Ich weiß nicht, wo ich das noch habe, keine Ahnung. Aber es heißt Schokolococo. Habe ich wohl ununterbrochen gesungen, besonders auf der Autofahrt in die Bretagne. Was, glaube ich, sehr nervig gewesen sein muss, aber auch sehr amüsant. Ja. Nächste Frage: Was ist mein lesbischstes Lied? Was für zwei Wörter? Lesbischstes Lied. Also ich würde sagen, einmal von Teen Sarah Living Room. Das erinnert mich sehr zum Beispiel auch an The L-Word und einfach so dieses Gefühl, jemanden zu begehren und halt heimlich da in seine Räumlichkeiten reinzuspickeln oder so, eine neue Nachbarin oder so. Weißt du Bescheid, ne? Und dann noch Te Amo, würde ich auch sagen. Von Rihanna finde ich ganz gut momentan. Beißt sich zwar ein bisschen mit ihrem vorherigen Lied Rude Boy, was ja ganz in die andere Richtung geht, aber Te Amo finde ich trotzdem gut. Und natürlich Beth Ditto mit Love Long Distance, unsere dicke Vorzeigelesbe. Jawohl. Dann Nummer 7. Welches Lied mein Geheimtipp ist, ist eben auch nochmal von Beth Ditto zusammen mit Simeon Mobile. Cruel Intentions finde ich auf jeden Fall ein sehr geiles Lied. Und mein Lieblingslied, was ich so momentan sehr oft höre, ist von Tiësto, Walking on Clouds. Und dann noch von Wondra Sound, der Summer Mix 2009. Also Wondra Sound ist ein Reggae-Sound. Da haben sich drei Jungs zusammengeschlossen und ja, also ein Sound, also die legen halt Platten auf und wie es im Reggae so üblich ist, dass halt einer auch ab und zu so ins Mikrofon was singt oder spricht, eben gebildet. Und die bringen so regelmäßig irgendwelche Mixes halt von Liedern raus, die so im aktuellen Jahr gern gehört wurden. Und da höre ich eben gern den Summer Mix 2009. Damit bin ich raus, verabschiede mich ganz herzlich von euch, hoffe, dass meine Playlist oder meine Playlisten euch gut gefallen und einen guten Einblick in meinen Musikgeschmack geben. Und vielleicht könnt ihr damit auch ein bisschen was anfangen und euer Musikgeschmack erweitern. Ja. Bis dann. Tschüss.